Das ist das Thema über das echte Gebet. Rufe mich an, so will ich dir antworten und ich will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Jeremia 33, Vers 3. Welche Arten von Gebet gibt es? Welche Merkmale hat das echte Gebet? Es gibt zwei Arten von Gebet. Das Gebet, das nur eine Form ist, und das Gebet des Glaubens. Die Wiederholung von festen, gewohnheitsmäßig verwendeten Sätzen, wenn das Herz gar nicht spürt, dass es Gott braucht, das ist das Gebet, das nur eine Form ist. Wir sollten in allen unseren Gebeten sehr darauf bedacht sein, von den Bedürfnissen des Herzens zu sprechen und nur das zu sagen, was uns wirklich ein Anliegen ist. All die schönen Worte, über die wir verfügen, sind nicht einen heiligen Wunsch wert. Die rhetorisch eindrucksvollsten Gebete sind nichts als leere Wiederholungen, wenn sie nicht die echten Gefühle des Herzens aussprechen. Aber das Gebet, das von einem ernsten Herzen kommt, das die einfachen Bedürfnisse der Seele äußert, so wie wir einen irdischen Freund um eine Gunst bitten würden, in der Erwartung, dass er sie uns gewähren würde, das ist das Gebet des Glaubens. In vielen Fällen ist die Morgen- und Abendandacht nur eine Form, eine langweilige, monotone Wiederholung bestimmter Sätze, in denen der Geist der Dankbarkeit oder ein Bewusstsein der Bedürftigkeit fehlt. Der Herr nimmt einen solchen Gottesdienst, Gottes in Anführungszeichen, nicht an. Aber die Bitten eines demütigen Herzens und eines zerknirschten Geistes wird er nicht verachten. Wenn wir unsere Herzen unserem himmlischen Vater öffnen, unsere völlige Abhängigkeit zugeben, unsere Bedürfnisse nennen, unsere dankbare Liebe erzeigen, das ist das echte Gebet. Amen.